Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge 294 von Simotrans. Ja, hier haben wir dieses Verkehrschaos, das wollte ich noch beseitigen, da müssen wir noch dran arbeiten. Also habe ich mir überlegt, dass wir die Straße doch einfach hier so schick lang ziehen können, dann wird sie doch ein bisschen länger dadurch. Habe ich schon die 50er ausgewählt? Nein. Dann können die doch hier so wunderbar da lang fahren. Ich glaube, dann gibt es doch wenigstens 1, 2, vielleicht 3 Autos mehr, die da lang fahren müssen. Dann können wir hier noch was wegreißen. Die Gleise brauchen wir auch nicht mehr. Diese Runde brauchen wir nicht mehr fahren. Wir fahren ja jetzt anders. So, jetzt müssen wir noch gucken. Okay, vielleicht kriegen wir es ja gleich alle weg. Fahrzeug kann nicht entfernt werden, nee. Jetzt ist die Straße weg, das ist gut, jetzt müssen sie hier lang fahren. Klappt wohl, ne, oder? So, wunderbar, Schleife wird gefahren, alles ist gut. Das müssen wir ja auch noch weg haben. So, jetzt sieht es schick aus, oder? So, jetzt muss ich es nur noch hier auflösen mit dem Stau. Ich will hoffen, dass das so richtig ist. Also die fahren ja alle vor. Hier ist noch ein bisschen, Luft nach vorne. Die müssen alle noch ein bisschen aufrücken, bis sie richtig drin stehen und dann ist alles gut. Sieht so aus, als ob sie diese ganze Straße frei ist. Und das gefällt mir dann auch ganz gut, oder? Ja, der nächste kommt schon, aber der kommt dann dahin. Ich glaube, das Problem hier ist gelöst. Ist das unser Zug mit den Paletten? Ich glaube ja, ne? Der hat 805 Paletten Zucker. Wie ist der Zucker jetzt schon weggeschafft? Das wäre ja natürlich krass, ne? Dann müssen wir jetzt überlegen, was wir mit diesem ganzen Berg hier machen. Palettenmarkt, norddeutscher Marktplatz. Südfrüchte. Eier gibt es ja auch noch. Markt und Marktplatz. Markt ist klar. Gaswirtschaft, andere Richtung. Backwaren ist auch oben. Okay. Ich glaube, der hat den ganzen Zucker schon weggeschafft, ne? So, das bedeutet, der fährt uns jetzt hier durch die Gegend mit wahrscheinlich nicht mehr so vielen Sachen, ne, oder? Da ist er nämlich. Ja, 805, das waren die letzten Zuckerpaletten. So, jetzt hält er da an und kriegt was mit. 50 Paletten Stückgut geladen. Das ist eigentlich nicht so dolle, ne? Jetzt fährt er dann so, ne? Ich wollte gerade sagen, warum steht er denn hier? Ach so, weil er das Signal bis dahin hat. Ich glaube, da stellen wir mal schnell noch ein zweites Signal auf, dass der da nicht so lange wartet. Ne? Der kann ja hier auch noch hinfahren. So ist doch gut, oder? So sollte es passen. 50 Paletten Backwaren, das ist nix, ne? Dafür fährt so ein ganz langer Zug da lang, ey. Da müssen wir was machen. Wartezeit einbauen oder sowas. Oder Beladungsmenge einstellen. Mal gucken, was er mitnimmt. Der steht hier ewig, ne? 56 beladen. Den mal gerade dicht. Der wartet auch so ellenlang auf irgendwas. Aber na, ist so, ne? Ja, da kommt Mischzug an, ne? Und nix nimmt er mit. Das ist noch schlimmer. Ist denn was angeliefert worden? Ich denke nicht. Warte, wenn wir schon davon sprechen, dann muss der das ja sein. Der nimmt Backwaren und Bier mit. Ja, der steht da ewig. Aber das ist nicht schlimm, wer nicht fährt, kostet auch nichts. Oder wie war das? Ja, und er hier, er macht mir Sorgen dann, ne? Auch fährt mit nichts durch die Gegend, das ist auch nicht gut. Was liegt denn hier am Bahnhof?
Passagiere ohne Ende. Und 5000 andere Sachen. Obst zum Markt hin. Eier zum Markt hin. Backwaren zum Gasthof und Palettenbackwaren. Backwaren nochmal zum Markt hin. Ja. Hier wieder 50 Stück oder sowas. 30 sogar nur. Das bedeutet, wir müssen hier die Linie nochmal bearbeiten. Norddeutsche Mühle. Wenn wir 1% nehmen von dem, ne? Liebe Kanna. Da ist Anna, oder? 1% sind 108 Paletten. Das wäre schon mehr wie jetzt. Ne, 1%, das wären 10%. 10 Paletten, ne, dann würde er schon fahren. Na, 1%. Ja, das sind 10%. Das ist 1%, also 11 Paletten sozusagen würde er mitfahren. Das ist zu wenig. 5% sind dann irgendwas bei 50 Paletten. Das hört sich schon besser an. Aber 100 Paletten wäre schon okay, ne? Und hier will ich es doch auch mal so sehen, oder? Mach mal zu und sag mal, wo bist du? Ah, kommst gerade an. So, und jetzt steht er da ewig wahrscheinlich, weil er nichts kriegt. Das ist das Risiko, ne? Dafür musst du dann wieder die Zeit da setzen, ne? Da musst du die Zeit setzen. Also nochmal Linie ändern. Wartezeit maximal. Ich glaube ein ganzer Monat. Halber Monat. Das ist eine Woche. Das ist irgendwie so 3 Tage. Ja, das ist ungefähr ein Tag, ne? Lassen da mal einen Tag stehen erst. Dann müssen wir mal gucken, ob er auf der anderen Seite anders läuft. Er steht jetzt wo da? Auf was wartet er? Gibt es da eine Wartezeit in der Linie? Ah, hier Mr. Döbelmühle 50%. Ist das das? Weiß ich nicht. Döbelmühle 50% passt. Ja, der unten fährt schon, aber der hat die Zeit hinter sich gelassen und nicht 50% geladen. Aber hier ist noch ein Gleis frei, dann geht alles noch, ne? Also hier passiert nicht viel, ne? Zucker liegt hier nicht mehr. Zucker kam von wo, das ist die Frage. Er bringt auch nichts. Aber Zucker wird wahrscheinlich oben auch gar nicht gebraucht, ne? Der Zucker kam ja hier oben zur, sag schon, Bäckerei. Und die Bäckerei hat, ja, jetzt 10.000 Paletten. Und 632 sind Maximum. Mehl ist auch genug da. Eier fehlen. Wenn keine Eier sind, dann kann auch nichts produziert werden. Das ist ja schon wieder doof, ne? Ist denn hier ein LKW, der Eier abliefert? Paletten Eier, Marktplatz. Hä? Hier stehen sie doch alle. Also bringt er wohin? Kühlwaren, okay. Also Geflügel. Paletten, 27. Gibt's keine Eier, weil keine Dingens Tierfutter da ist? Ist kein Tierfutter hier. Wo bleibt denn hier der Zug?
Ah, was ist denn hier passiert? Da kommt er. Hat er geladen? Silo war da, Tierfutter. Ja, er hat geladen. Das bedeutet, wir brauchen mehr Tierfutter, oder? Warte, lass uns mal zurück. Ja. Ich glaube, wir machen mal gerade schneller. Bis der Zug da ist. Da ist er. So, jetzt werden auch wieder Eier produziert. Zack, und weg sind die Eier schon wieder zum Bahnhof rübergelegt, ne? Hier stehen schon zwei, die keine Haltebucht mehr haben, ey. Aber da fährt der erste raus, oder? Ne, 76% geladen, dauert noch ein bisschen. Kühlwagen fährt der erste und da fährt der Eier-LKW. Ja, zwei raus, können auch zwei wieder reinfahren. Das läuft hier kurz gut mit dieser Station, ne? Ja. Jetzt kommt da oben nochmal ein Zug. Der hat Gerste und Weizen hier. Ach so, das kommt von Übersee und dann bringen die das hier irgendwelche LKWs wahrscheinlich weg, oder? Jetzt hat er entladen, jetzt müssen die, ah, guck, da sind schon zig LKWs jetzt voll geworden. Obst war dabei. Und schon rollt der Rubel. Ja, aber da müssen wir jetzt gucken, dass wir da ja was mit der Tierfutter vielleicht machen, oder? Hier bei der Tierfutterfabrik, ne? Die nicht genug Zeug zum machen, doch hat sie. Verbraucher ist der Geflügelhof nur. Hier, guck mal nur. Achso, das wird ja auch immer auf den Bahnhof geschmissen, ne? Ja, 272, ne? Das ist 282. Das ist nicht der Verbraucher, aber so lange hier. Die kommen ja nicht in Quark. Haben eigentlich alles, sollten nur ein bisschen schneller arbeiten. Ja, dann, was kann man da machen, ne? Ach so, wenn man da Strom anschließt, ne? So ein Umspannwerk, wäre das nicht dann, dass die Produktion sich steigert? Hat man nicht auch hier in der Nähe irgendwo so ein Blockheizkraftwerk da? Da ist es doch. Da müssten wir doch hier Strom haben, oder? Kohlekraftwerk. Ja, da würde ich mal sagen, da müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht mal in der nächsten Runde in Angriff nehmen. Hier einfach so ein paar Hochspannungsmasten machen, die dann zur Dingens führen. Wie heißt es hier? Zur Tierfutterfabrik. Ist ja auch nicht weit. Und dann würden die da schneller produzieren, oder? War doch so, ne? Ich glaube ja. Und wenn die schneller produzieren, dann gibt's auch schneller was hier auf dem Wagen. Weil der steht ja jetzt wieder eine ganze Weile, bis der was bringt, ne? Zweiten Zug brauchen wir da momentan nicht machen, weil hier ja nichts gelagert ist. Der ist ja hier, ne? Also ich wollte gerade sagen, wo fährt denn da was lang, aber der ist im Tunnel gewesen, alles klar. Gut. Er bringt was, er bringt nichts. Wo steht er momentan? Da, okay, 1080 Paletten. Ich weiß gar nicht, ob er schon zwischenzeitlich mal weggefahren war. Ich glaube nicht, ne, oder? Er hat hier das Passende. Lädt jetzt nichts, fährt aber trotzdem sofort durch. Ja, müsste ja dann irgendwann auch fahren, oder? Hier könnte man noch ein Gleis neben machen, wenn. Weil jetzt staut sich ist gut gesagt, ne? Also Personenverkehr dadurch ist jetzt nicht optimal, ne? Ja.
Mal so eine Schräge hier bauen, oder? So, hier unten brauchen wir auch so eine Schräge, ne? Dann müssen wir das auffüllen. Hiermit. Dann passt das erstmal, oder? Hier müssen wir jetzt die Brücke wegnehmen. Wir das gerade machen. Dann so eine Schräge dahin. Und dann können wir wieder eine Brücke bauen. Dann können wir wieder hinfahren, ne? Super, oder? Und jetzt können wir schon ein weiteres Gleis da in den Bahnhof reinballern. So. Ach so, hätten wir da machen können, naja. Machen wir so, sieht auch schick aus, oder? Noch ein bisschen Strom dran. Ist jetzt zurzeit ein Durchfahrtsgleis. Aber noch keinen Bahnhof da dran haben, ne? So geht's, oder? Jetzt das gut. Streckensignal, Vorrang. Oh, Vorrangsignal, auch interessant. Gut, da sehen wir jetzt gerade zum Beispiel, dass das gebracht hat, noch ein Gleis zu machen, weil er nämlich da das blockiert und dann hätte er wieder länger warten müssen oder so. Das macht jetzt Sinn, ne? Ich glaube, das ist er hier. Hat 108 Paletten da gekriegt und er steht ewig da. Haben wir da was falsch gemacht bei der Linie? Linie ändern. 10%, 10%. Und die Zeit? Ach, hier hat er keine Zeit gekriegt. So. Das ist, glaube ich, ein Tag, ne? Ja, jetzt müsste er dann auch gleich fahren. Dann hat man das hier vergessen, ne? Ja, jetzt stand er schon so lange, dass er vielleicht sofort fährt, ne? Gut, da haben wir dann nochmal aufgepasst, ne? Verfolgt den gerade noch einmal. Machen wir schneller. So, jetzt kommt er da an. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viel der da auflädt. Jetzt waren wir ja ein bisschen länger nicht hier, weil wir geschlafen haben. Ach, 10 Paletten. Wow. Okay, er wartet dann tatsächlich auch noch hier. Die 32 ist also den Tag, bis das weitergeht. Hier, er hat immer noch 108 Paletten. Lädt die hier ab, oder? Ja, und dann fährt er auch wieder. Und er hier, da passiert jetzt gerade nichts. Naja, ich glaube, da haben wir jetzt alles weggebracht mit den langen Zügen. Da müssen wir uns dann das nächste Mal nochmal angucken, was wir da machen, dass es besser wird mit den Lieferungen sozusagen, ne? Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.